Ich werde hier sein. Okay, wir müssen eine gewisse Zahl von Kestodons erlegen. Es sind in letzter Zeit viel zu viele geworden. Genau. Ah, da sind sie. Das, mein Freund, sind Kestodons. Zeig mir, dass du sie alleine erledigen kannst. Ah. Sei vorsichtig! Thank you.
Okay, suchen wir eine andere Gruppe. Sei vorsichtig. Wegen der Kestodons solltest du dir keine Sorgen machen. In diesem Wald gibt es noch viel größere Monster. Beim Jagen können die einheimischen Wesen nützlich sein. Lerne so viel wie möglich über sie. Hier drüben! Hier drüben! Sei vorsichtig!
Gute Arbeit. Damit wären wir hier so gut wie fertig. Moment mal. Hey, komm mal her. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Mal die Kestodons an. Irgendwas stimmt mit ihnen nicht. Los, los! Verstanden! Also gut, Partner. Da ist ein neuer Auftrag im Anmarsch. Erledige den Großjagras. Wenn du noch nicht bereit bist, kannst du zur Basis zurückkehren und die Großjagers-Quest später abschließen. Genau. Mit einer stumpfen Waffe solltest du kein Monster angreifen. Deine Attacken sind dann schwach und prallen leicht ab. Wenn du deine Freunde um Hilfe bitten willst, öffne das Menü und wähle Notleuchtzeichen aus, um sie zu rufen. Und du wirst sicher Freunde brauchen, wenn du gegen ein paar stärkere Monster kämpfst. Damit die Spähkäfer ein Monster besser verfolgen können, brauchen wir eine Fährte. Zum Beispiel Fußabdrücke.
Gut, du entdeckst viele Hinweise. Okay, wir haben eine Fährte gefunden, die gut genug ist, damit die Spähkäfer uns zum Großjagras führen können. Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Du kannst die Streunuss als Schleudermunition verwenden und damit Monster überraschen. Das Langschwert ist eine schneidende Lage. Zusammen mit dem Mut und etwas Gnade wird sie noch besser. Solche Treffer möchtest du nicht einschicken.
So, das Monster ist müde. Jetzt ist deine Chance, ordentlich Schaden anzurichten.